Roland Bartik ist einer der profiliertesten Pianisten Wiens. Er ist in der Klassik genauso zu Hause wie im Jazz. Zum Aussuchen eines Instruments ist er in die Firma Bösendorfer nach Wiener Neustadt gekommen. Bösendorfer erzeugt schon seit 1828 Klaviere und gehört zu den bedeutendsten Herstellern von Konzertflügeln. Ja, kommt mir auch sehr entgegen für diese Art von Musik. Würde gerne mich jetzt einmal interessieren für das andere Modell. Selbst aus der gleichen Herstellerfirma sind die einzelnen Instrumente nicht identisch. Sie weisen individuelle Unterschiede auf. Daher suchen sich viele Pianisten ihr Instrument persönlich aus. Bei der Auswahl des Flügels wird Roland Bartik von einem Mitarbeiter von Bösendorfer unterstützt. Jeder Pianist soll sein ideales Instrument finden können. Professionelle Musiker erwarten sich von ihrem Handwerkszeug höchste Qualität. Dies beginnt schon mit dem richtigen Material. Für mehrere Jahre werden die verschiedenen Holzarten im Freien gelagert. Je nach Verwendung im späteren Flügel suchen sich die Klavierbauer bestimmte Teile aus und schneiden sie schon einmal grob zu. Danach lagern die Hölzer nochmals 3 bis 6 Monate in einem speziell klimatisierten Raum. Dort müssen sie noch weiter trocknen, bevor man sie weiterverarbeiten kann. Die Töne eines Klaviers entstehen durch stark gespannte Stahlsaiten, die in Schwingung versetzt werden. Nur noch ein zentnerschwerer Gussrahmen aus Eisen kann diese Kraft aushalten. Bei einem Flügel wie hier sind es insgesamt 24.000 Kilogramm, also so viel wie ein schwerer Lastwagen wiegt. Hier wird der gegossene Rahmen aus Eisen angeliefert. Im Moment sieht er noch roh aus. Eine CNC-Maschine fräst den groben Guss des Rahmens auf einen Hundertstel Millimeter genau und bohrt ganz exakt die nötigen Löcher. Danach wird der Rahmen noch geschliffen und lackiert. Nach dem Lackieren sieht der Rahmen so aus und ist nun bereit zum Einbau in den Flügel. Für die gute Akustik sorgt wieder das Holz. Hauptverantwortlich dafür ist der dünne Resonanzboden aus Fichtenholz. Ein kleines Experiment zeigt, wie er den Klang verstärkt. Eine angeschlagene Stimmgabel hört man kaum. Wenn man sie aber auf den Resonanzboden des Klaviers stellt, kann man den Klang ganz deutlich hören. Auf der Unterseite sind Rippen aufgeleimt, die dem Resonanzboden eine leichte Wölbung und Spannung geben. Die dicken Balken des Grundrahmens, die Klavierbauer nennen ihn Raste, bilden das meistens unsichtbare Gerippe des Klaviers. Die Raste besteht aus 2 Teilen, Unterrahmen und Oberrahmen. Die beiden Teile werden eingepasst und später zusammengeleimt. Auffällig an jedem Flügel sind die gerundeten Zargen, die Außenwände des Klaviers.
Auch sie sind, wie der Resonanzboden, für den Klang mitverantwortlich. Die aus Fichtenholz gefertigten Bretter enthalten feine Einschnitte. Dadurch lassen sie sich besser biegen. Mit einem Föhn wird das Holz an manchen Stellen erwärmt und dadurch noch biegsamer gemacht. Nun hat der Korpus schon Ähnlichkeit mit einem richtigen Flügel. Als nächstes kann der Klavierbauer den Resonanzboden in das Instrument einsetzen. Der Gussrahmen wiegt bei einem solchen Flügel fast 200 Kilogramm. Mit einem kleinen Kran kann ihn der Klavierbauer aber relativ leicht bewegen und über den Resonanzboden einbauen. Jetzt wäre das Klavier im Grunde bereit für die Bespannung mit den Stahlsaiten. Aber auch die müssen erst noch vorbereitet werden. Für die unterschiedlich hohen Töne des Klaviers verwendet man unterschiedlich dicke und lange Stahlsaiten. Die tiefen Saiten werden auf dieser Maschine mit Kupferdraht umwickelt. So schwingen sie langsamer und ihr Klang wird tiefer. Wenn man die leere und die umwickelte Saite im Klang vergleicht, kann man den Unterschied in der Tonhöhe gut hören. Nun bezieht der Klavierbauer das Instrument, das heißt, er spannt die Saiten in den Rahmen des Klaviers ein. Er wickelt sie um einen Stimmwirbel und schlägt diesen in den Stimmstock ein. Dann dreht er den Stimmwirbel und spannt damit die Saite. Damit der Klang auch in der Höhe kräftig genug ist, baut man dort zwei oder drei gleich hohe Saiten ein, die gleichzeitig angeschlagen werden. Damit das Instrument nicht zu groß wird, überkreuzen sich die tiefen und die hohen Saiten. Eine komplizierte Mechanik überträgt die Bewegung vom Tastendruck bis zum Anschlag eines Hammers auf die Saite. Diese Holzhämmer sind mit Filz bezogen und je nach Tonhöhe verschieden groß und schwer.
Viele Mitarbeiter sind damit beschäftigt, die Mechanik zusammenzubauen und zu justieren. Solche Dämpfer, die beim Loslassen der Taste auf die Saite drücken, verhindern, dass der Ton unbegrenzt weiterklingt. Beim Druck auf das rechte Pedal des Klaviers heben sich die Dämpfer und lassen die Saiten frei schwingen. Das linke Pedal rückt die gesamte Mechanik einige Millimeter nach rechts, sodass die Hämmer nur noch zwei bzw. eine Saite treffen. Immer wieder muss die gesamte Mechanik genau eingestellt werden. Erst im Klavier kann die Mitarbeiterin die letzten Feinheiten überprüfen. Ein besonderes Merkmal von Konzertflügeln ist ihr spiegelglatter schwarzer Lack. Er besteht aus Polyester und wird in bis zu 8 Schichten auf dem Holz aufgetragen. Nach dem Trocknen wird das Instrument noch von Hand geschliffen und dann poliert. Mit einer Taschenlampe überprüft der Klavierbauer, ob der Lack noch irgendwelche Fehler hat. Im letzten Arbeitsschritt kommt es auf besonders genaues Hören an. Darum erfolgt die Arbeit hier auch in abgeschirmten Stimmkabinen. Hier arbeitet der Intoneur. Mit dem sogenannten Stimmhammer dreht er vorsichtig so lange an den Wirbeln, bis die Tonhöhe genau stimmt. Etwa 2 Tage ist der Techniker mit jedem Instrument beschäftigt. Der nächste Arbeitsschritt ist das Intonieren. Dabei überprüft der Intoneur, ob jeder Ton auch ganz gleichmäßig klingt, weder zu scharf noch zu weich. Verantwortlich für den Klang sind die filzüberzogenen Hammerköpfe. Er behandelt sie entweder mit einer Feile oder auch mit Nadeln, die er in den Filz sticht. Beim Intonieren kann der Klaviertechniker auch schon die individuellen Klangvorstellungen der Kunden ein Stück weit berücksichtigen. Die Flügel von Bösendorfer werden in die ganze Welt verschifft. Daher muss man sie so sorgfältig verpacken, dass im besten Fall die Stimmung des Instruments nach der Ankunft am Zielort nicht gelitten hat. Schauen wir noch einmal zu diesem Flügel. Einige Instrumente kommen auch in den Auswahlraum, wo sich Pianisten wie Rodan Batik ihr Instrument aussuchen können. Er erwartet sich von einem Konzertinstrument zunächst eine absolut präzise Mechanik. Alle Töne sollen gleichmäßig und kontrollierbar ansprechen. Aber dann, das Allerentscheidende ist, kann ich meine Klangvorstellung auf dem Instrument meiner Wahl realisieren. Und das ist natürlich etwas sehr Persönliches und für mich ist Klang eigentlich wirklich das Wichtigste und die Möglichkeit auch viele Farben zu produzieren, das muss mir ein Instrument ermöglichen. Und
so gesehen achte ich darauf, dass das Instrument im Piano einen feinen, sensiblen, aber durchaus auch tragenden Ton hat und im Forte-Bereich das Instrument nicht schon nur laut ist, sondern noch immer mit einem orchestralen Volumen ausgestattet ist. Ah, der ist mächtig. Ja. Der Flügel hat irgendwas Orgelhaftes. Fast. Ich komme mir fast vor, wie vor einer Kirchenorgel mit sehr vielen Registern. Zum Beispiel gerade also in der Barockmusik ist es eine sehr passende Klangfarbe, die Helligkeit und die Brillanz, die er dann auch im Diskant entwickelt. Auch wenn ein Klavier in derselben Firma hergestellt worden ist, ist es interessant, dass es doch große Unterschiede gibt und für mich sehr wahrnehmbare Unterschiede, was ja auch zeigt, dass trotz der fabrikmäßigen Erzeugung doch sehr, sehr viel Liebe im Detail liegen muss. Sonst würde nicht ein Flügel heller klingen, der andere vielleicht ein bisschen gedämpfter. Und das ist sicherlich abhängig auch von den Materialien, die gerade verwendet werden. Ich nehme an, von der Qualität und der Substanz der Hammerköpfe, sicherlich auch vom Geschmack der verschiedenen Intoneure. Und das ist ja eigentlich für mich auch das Wunderbare, dass die Flügel verschiedenen Charakter haben, verschiedene Seele haben. Und wäre schade, wenn wirklich jeder Flügel komplett gleich klingt. Aber doch in sich ja deutlich unterschiedlich. Das heißt, der Vorteil, den mir der dritte Flügel bietet, dass ich mir vorstellen kann, dass ich in einem großen Saal natürlich sehr gut durchkomme oder vielleicht auch mit Orchester sehr präsent sein bin. Hier gibt es etwas Intimes und etwas Rundes, was meinem Spielertyp sehr entgegenkommt. Also